Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, wie ihr seht, sind wir hier an unserem geliebten Flughafen. Und es geht wie immer sehr rund. Wir warten gerade auf ca. 17 Uhr, wo kein Flugzeug der Maple Air Vereinigung sich hier am Flughafen befindet. Wir checken nochmal. Ja, ab 17 Uhr sind wir frei von Maple Air, wie es ausschaut. Da sollte nichts mehr da sein von Maple Air. Bedeutet, 17 Uhr kündigen wir den Vertrag mit ihnen. Damit wir halt den anderen Kollegen wie Sky Air und alles ein bisschen mehr Platz machen, die dann große Flugzeuge an unseren Markt bringen, müssen alle, die kleine Flugzeuge haben, raus aus dem Vertrag eigentlich schauen, dass wir bringen. Ich will schauen, dass wir weniger kleine Flugzeuge am Flugzeugmarkt haben einfach. Wir benötigen sie nicht und wenn, dann würde ich die gerne irgendwo seitlich abstellen. Gut, wie viel Uhr ist es? 15 Uhr, gleich einmal 16 Uhr, perfekt. Der große Flieger ist schon wieder auf dem Weg zurück, wie es ausschaut. Hier geht es ab, ich sag's euch. Der pure Wahnsinn, wie es hier abgeht. 16, 17, fast 17 Uhr. Ich glaube, die freuen sich schon, wenn die Bahn wie weiter ist. So, dann gehen wir zweimal zu unseren Verträgen. Abgeschlossene Verträge, wo ist Maple Air? Wie, es gibt aktive Flüge? Ist das einer von Maple Air noch? Könnte sein, ne? Maple Air, ja. Tschüss, Maple Air. Jetzt aber, jetzt haben wir es 17.30 Uhr. Maple Air stornieren. Ja. Wie, es gibt noch aktive Flüge. Wo habe ich von Maple Air jetzt noch aktive Flüge? Mal, ist es das andere Maple, was ich dann versuche zu kündigen? Welches Maple Air wollte ich jetzt kündigen? Das rote mit der Flagge. Versuche ich gerade die ganze Zeit das falsche Maple Air zu kündigen? Aber ihr seid doch das mit der Flagge. Ich jetzt hier irgendwie Stripe Air Original. Flying Penguin. Kann ich euch stornieren? Ich habe von allen Nordic Vintage habe ich auch noch aktive Flüge, was? So. Nochmal gucken. Für Maple mit der Flagge und Maple mit dem Ahorn. Warum muss es denn zweimal Maple geben? Wo soll ich noch aktive Flüge von Maple haben? Tulpin, Stripe Air... Maple müsste die doch alles rausgehauen haben, oder? Die sind alle abgeschlossen. Ich sehe hier nichts, was... Doch hier, Maple. Okay, warten wir bis 19 Uhr noch. Vielleicht ist dann das vorbei. Vielleicht fällt hier noch einer unter dir, die aktive Spur einfach. Das kann natürlich passiert sein, bei unseren aktuellen Start- und Landebahnen ist es nicht undenkenswert. Jetzt erscheint er raus zu sein, okay. Neuer Versuch.
Wirtschaftsverträge. Maple eher stornieren. Schauen wir mal. Ja, es hat uns 150.000 gekostet, wie es ausschaut, oder 140. Aber wir haben einen Vertrag weniger. Jetzt haben wir mehr Platz für die anderen neuen Fluglinien. Weil wir haben hier noch, glaube ich, relativ viele offene. Wir werden jetzt einfach schauen, dass wir immer mehr, die wir aktuell haben, mit der nächstbesten zu setzen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel schon ein paar von der Crown Air drin. Schauen wir, ob wir schon ein paar sehen von so neuen Vertragspartnern. Das sind die kleinen, kann es sein? Small, Medium, hier. Medium müssen wir schauen. Ja, hier Skyfly ist auch schon drin. Vielleicht können wir schauen, ob wir den nächsten Maple-Kollegen rausschmeißen. Was schaut denn hier unten sehr viel raus? Sehr viel Grünes, obwohl es auch sehr viel Maple. Schau mal, 4 Maple-Flüge sehe ich alleine hier. Das ist mehr. Viel mehr. 6 Maple-Flüge. Ich denke mal, dass Maple wirklich einer der größten Problemfaktoren bei uns noch ist aktuell. Wo sind wir aktuell? Heute sind wir bei Freitag. Ich habe einen aktiven Maple-Flug noch. So wie es ausschaut. Und morgen früh. Wie schaut es denn da aus? Kann ich nicht einfach Maple auch noch schnell raushauen? Ich will gerade ein bisschen umstrukturieren anfangen. Maple, dich annullieren wir. Es ist zu spät, um diesen zu annullieren. Okay. Der ist dann in der Früh noch da. Bedeutet, wir tun dich hier annullieren. Ja. Es wird der Fluggesellschaft nicht passen. Weil wir schauen, dass wir in der Früh keine Maple-Flüge fliegen. Alle Maple-Flüge mal annullieren. Bedeutet, wir sollten bis 4 Uhr keine Flüge kriegen. Oder um 3 sollte ich kündigen können. Ja. Schaut gut aus. Schauen wir, dass um 3 den nächsten kündigen. Vielleicht kann ich schon mal den nächsten großen Vertrag reinwinken für uns. Wie schaut es denn hier mit Atom Air aus oder Olympus Organization? Swiftly. Ja, wir nehmen Swiftly unter Vertrag. 5-Sterne-Company. Na, guck mal, da ist Skyfly. Das ist, denke ich mal, so Lufthansa darstellen, so wie ich es vermute. Wenig Fluggastbetreuer. Fluggastbetreuer. Stellen anstellen. Alle legen wir mal ab. Die stellen wir an. So, jetzt gehen wir in die Wirtschaft. Suchen uns den anderen Maple-Vertrag aus und stornieren diesen. Es gibt 1 Uhr nachts immer noch aktive Maple-Flüge? Habe ich nicht alle Maple-Flüge extra storniert? Okay, dann stauen wir das ja so viel wie wir Maple annullieren wie nur möglich. Dass wir um 3 auf jeden Fall noch kündigen können.
Jetzt ist der Maple weg. Wir haben leider beschlossen, Maple Air, dass wir dich raushauen aus dem Vertrag. Dadurch wir hier eine Kündigungsfrist für dich einhalten. So. Ist natürlich jetzt ein anderes Level schon mittlerweile. Aber wir werden jetzt langsam schauen, dass wir einfach unsere ganzen Verträge umwandeln. Und wir immer weniger von den kleinen Flugzeugen haben. Jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir 3 aktiv leere Plätze. Was ein sehr gutes Zeichen ist. Diese haben wir noch gebaut, wie es ausschaut. Hier fehlt noch ein kleiner Anschlusspunkt. So. Bauen sie denn gerade so aktiv und fleißig hier unten? Oh, jetzt wird's teuer. Jetzt wird's richtig teuer. Jetzt wird's richtig teuer. Wir füllen auf. Oh, shit, das wird teuer. Von weil in jedem Tank 40k nochmal passt. 20 oder die zusammen machen nochmal dasselbe wie der Haupttank aus. Dann müsste ja gleich nochmal einer nachkommen wahrscheinlich oder sowas. Keine Ahnung. Okay, wir waren schon schlimmer im Minus. Das muss man natürlich dazu sagen. So, jetzt starten die zwei auch gleich. Die zwei Großen sind auch schon auf ihrem Weg. Leider ist der neue Auffahrbereich noch nicht fertig. Das wäre natürlich sonst eine ganz schöne Sache. Jetzt müssen die zur Mitte. Und das ist halt das Problem wiederum in dem Fall. Bedeutet, der muss jetzt extra noch warten, bis er hier hinter gestartet ist und dann durchgezogen hat. Das kostet natürlich alles einfach extra Zeit, die einfach unnötig ist. So. 2.500 nur für Starten, das ist schon geil. Na, das Vorteil ist, dass wir langsam ins Plus wiederkommen. Es dauert zwar alles noch, aber es wird schon. Na, jetzt bauen sie endlich das hier oben auch. Es hört sich an, als ob hier irgendwas entweder durchstartet wie bekloppt oder zur Landung ansetzt wie bekloppt. Eins von beiden. Start- und Landebahn nicht verbunden, doch natürlich. So. Danach haben wir den Mittelteil hier noch und die nächste Startbahn. Wir haben noch relativ viel vor. Mich würde ja nur mal interessieren, wann zur Hölle die nächsten Flugzeuge kommen auf der großen. Aktuell ist das Ding noch bumm leer. Aber wenn ich jetzt anfange zu kündigen, das dürft ihr nicht vergessen, habe ich mehr leere Slots, bedeutet weniger Flugzeuge, die stündlich fliegen. Oder ich brauche auch den Durchsatz, den ich damit eigentlich mache. Der muss kommen. Bedeutet, ich hoffe, dass unser Planer das alles hinkriegt. Swiftly. Das sind 2 große Flugzeuge. Kann ich die hier nicht hinlegen noch? Nein, ich habe natürlich alles automatisch planen lassen. Swiftly hat einen 6000er Flug. Also heute kommt noch ein Skyfly Flug rein, wie es ausschaut. Eine B77-7300. Startet unser Direkt, die kommt aus Japan. Aha. Der kommt aus Europa, aus Niederlanden. Europa, Deutschland. Das sind alles Inlandsflüge. Jetzt kommen die Auslandsflüge. Bin mal gespannt. Das wird ja unser Notfallgebiet. Dann können wir endlich das hier abbauen. Das ist ja aktuell noch das reinste Chaos. Hier geht's auch ab wie bekloppt, wie bei den kleinen Hamstern, ne?
So, kann ich das hier bitte abreißen? Ihr nehmt jetzt einfach die neue Subway Station. Ihr seid mit einem durch, ne? Ja, stimmt. Ihr habt ja schon alles erledigt. Also dann werden wir ihnen jetzt hier mal die Möglichkeit geben, und einfach das alles zum schönen Übergang, würde ich sagen. In dem Fall nicht auf Kosten sparen. So. Jetzt haben wir hier mal die ganzen Übergänge auch. Also ja, müsste das errichtet haben, denke ich mal. Das wird ein bisschen am besten sein. So. Dann tun wir das weg und die Übergänge weg. So. Jetzt muss ich den natürlich wieder... Oh, das muss ich für die extra wieder eine Sache bauen, weil die es verkackt haben. Ich hoffe mal, dass sie es checken. Ich würde mal sagen, wir richten dann hier noch eine Straße rauf. So. So. Dass man rein theoretisch hier reinfahren kann und auch wieder raus und sie trotzdem mehr drehen können. So, jetzt können wir den Crosswalk aber abreißen, oder? Jetzt braucht den hier keiner mehr. So. Was wollen denn die, wo wollen denn die jetzt so schnell? Ah, die gehen jetzt Pause machen, oder was? Pausenzeit! Dann gibt es hier jetzt noch ein Stück Straße wieder dazu. Da müssen sie sich nicht entscheiden, da müssen sie nicht da lang. Obwohl ich auch hier gerne sagen würde, so, Straßen. Abrisswerkzeug. Keine Busse, keine Lieferer, keine Bauarbeiter-Shuttles. Und keine Taxis. Und dann reißen wir noch die restliche Straße ab. So. Müssen die jetzt gerade ausfahren. Wie gesagt, das Ganze soll sich ja total verändern. Ich würde hier gerne wirklich in der Mitte Busstations haben. Das ist alle vom Rand so ein bisschen weg und hier mehr so wirklich in der Mitte richtig schöne Sachen, eine Doppelstraße wieder einführen und schauen, dass die hier schön durchfahren alles. Dass alles schön organisiert ist auch. Und dazu gehört jetzt halt auch nur mal, wenn wir jetzt hier sagen, der Tunnel öffentlich, Straßentunnel abwärts. Warum?
Warum ist der hier nicht zulässig? Hier ist er zulässig, hier nicht. Habe ich hier drunter was gebaut? Au. Da ist der Verkehrstunnel. Shit, da war was. Können wir den bitte verschieben? Das wäre sehr praktisch für mich. Das wird ja eigentlich alles Parkfläche. Wie bringe ich die eigentlich alle hoch? Nächste blöde Frage. Ich habe hier einen Oh Gott, habe ich verkackt. Oh Gott, hab ich hier reingekackt. Na, die Straße ist fast fertig, okay. Kommen noch die letzten 8 Stück, dann kann ich das restliche Scheiß abreißen. Wo bleiben sie denn? Ah? 1. Oh, komm schon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Komm, 8. 8, perfekt. Bedeutet, wir können jetzt hier sagen, der Teil weg. Ja, 1 zerfahren noch die Strecke. Das ist aber keine gute Idee, Leute. Jetzt hat er sie gekappt, gut. Hä? Sie fahren es trotzdem noch. Leute, seid ihr so doof? Ja, die sind so doof. Gut. Jetzt geht's hier zack, zack, runter. So, Tunnel, öffentlich, aufwärts, abwärts. So, okay. Und das ist schon wieder auf 2 Spuren runter. Wie gesagt, wenn das, dann kommt nicht das weg, dann wird hier für Stück alles umgebaut und umgesetzt. Und dann sollte das nicht auch passen. Wir werden hier dann die Stationen auch hinversetzen. Sind denn die 4, ne? So. Bedeutet, wir müssen jetzt planen, wie das Ganze hier funktioniert. Als erstes ist hier mal Straße. Als nächstes müssen wir jetzt hier mal planen. Und zwar, dass wir den Lieferort zwei Lieferorte hier. Und zweimal Bauarbeiterkomplexe hier. Dann werden die beiden abgerissen. Dann werden jetzt die Gebiete. Perfekt. Wenn die Straße in der Mitte weg ist, sollte das dann auch alles hoffentlich ein bisschen besser laufen. Der Strich hier in der Mitte kann auch mittlerweile mal weg hier. So. Okay. So verrückt wollte ich jetzt auch nicht, dass er eigentlich fahren, ne?
Gut, dann. Oh, schau, da sind jetzt die. Von. Ja, von zwei. Aber wir haben Flugzeuge endlich hier. Bedeutet, der internationale Bereich ist auch wirklich benutzt. Wie? Was habt denn ihr jetzt wieder? Ach, das war nicht in der Sicherheitszone wieder drin, weil da Wände kaputt gegangen sind. Ach, leck mich doch. Dann tun wir alles hier schnell durch. Damit hier ja nichts schief läuft. So, perfekt. Jetzt steigen wir. Holy shit, wie viel sind denn in diesem Flugzeug drin? 110. Vielleicht sollte ich es echt nochmal erweitern. Wollte ich hier echt noch mehr Flugzeuge anbauen? Okay, es geht nach einer Zeit. Also es ist auch nicht jetzt so schlimm, aber es ist... Holy shit, waren das viele Leute jetzt. Der Andrang ist verständlich groß. Oh shit. Gut. Na, jetzt können wir vielleicht auch mal hier weitermachen. Wie gesagt, wir machen ja Stück für Stück jetzt hier. Also wieder ins Niedrige. So, Baumodus. Gut. Weil wenn das dann mal fertig ist, dann geht schon mal wenigstens eine Sache, ne? Wir können das hier abreißen. So, dann gehen wir jetzt hier in den Tunnel runter. In den Planungsmodus und überlegen mal, wie wir es aufbauen. So, wir haben jetzt hier die Zeitparkplätze. Machen wir doch einfach zwei breite Straßen. Jeweils dahinter. So. Echt mit zwei Abstand schön. Das geht nicht, scheiße. Und auf der anderen Seite gehen wir noch eins runter. Das wäre die Idee, glaube ich. Abwärts. So. Kommt hier überall an das Fußweg? Ne, so kann ich es leider nicht sagen. Okay. Schade. So, wenn wir das sagen, ist die erste Etage. Gut, dann haben wir ja hier erreichbar, zack, gehen darüber, können hier hin.
Wo bringen wir die hin? Machen wir hier unterirdisch ein Gebäude, was eins weiter runter geht und dann hier rüber? Sie sagen, dass die dann hier irgendwo rauskommen? Sozusagen sagen, hey, warte. Die scheinen hier nach oben zu gehen, ne? Wenn du die platzierst. Genau, die gehen nach oben. Genauso wie der hier. Aber wenn wir das rein theoretisch hier drunter direkt machen. Das ist hier drunter den Durchgang, eins hoch, zack, hier nochmal hoch. Dann könnten wir die wahrscheinlich da durchleiten. Ich kann ja kaum Treppen draußen platzieren, ne? Kann nur in einem Terminal platziert werden. Mhm. Ja, dann nehmen wir jetzt das hier. Wir machen dann hier ein Terminalgebäude hin, oder? So, perfekt. Und dann gehen wir hier hin. Und sagen jetzt bauen. Baumodus für geplante Objekte. Das wird die größte Tiefgarage ever. Ja, dann können wir es oben bei Bussen und allem belassen. Bin mal gespannt, wie schnell das jetzt passiert, dass das hier durchgezogen wird. Was wichtig ist, du brauchst natürlich hier auch Eingänge. Ist vielleicht auch wirklich von hier nach auch. Einfach ein schön großes Gebäude hier. Ja, das wird auch was. Das wird was. Ich sage euch, das wird was. Das wird richtig cool. Wenn das fertig ist. Jetzt kommt ja noch der nächste Stock. Da fahren sie dann. Ah, da fahren sie dann hier runter, ne? Ich würde da noch nicht parken, ihr kommt nicht rauf. Warte, scheiße. Keinen zulassen, keinen zulassen. Nein, er fährt runter. So, jetzt steht hier unten und habt Probleme. Der Parkplatz ist noch nicht fertig. Na gut, sie wollten es halt auch so, ne? Aber gut, Leute, das war's für diese Folge. Wir haben einen XXL Tiefgaragenplan angeplant, den wir in der nächsten Folge durchsetzen und hoffentlich dann auch so weiter kriegen können in dem Fall. Vielleicht können wir das hier noch umplanen und hier hinsetzen. Ah, das werden wir dann sehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. We'll be right back.